Wie einfach und schnell der Tausch unserer Seewellen ist, zeige ich dir in diesem Video. Vor dem Seewellentausch ist es wichtig, die richtige Seewelle für genau deine Anwendung auszuwählen. Das Video zur optimalen Seewellenauswahl findest du hier oder in der Videobeschreibung. Auch die Abdrehprobe zeigt dir genau, ob du mit deiner gewählten Seewelle das beste Ergebnis erzielen wirst. Das Video zur Abdrehprobe findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Vor dem Seewellentausch sollte dein Behälter komplett leer sein. Ist er noch befüllt, kannst du ihn am besten mittels der Entleerfunktion deines Steuermoduls vollständig entleeren, um später Probleme beim Seewellentausch zu vermeiden. Als Anwendungsbeispiel einer Zwischenfruchtmischung mit gröberen Saatanteilen tausche ich die für mich nicht passende Seewelle gegen die passende Flex 20 Seewelle aus. Der Abstreifbesen verhindert das unbeabsichtigte Auslaufen meines Streuguts, vor allem bei feinen Anteilen. Weiters schützt er die Körner vor Beschädigungen durch Verkanten. Zur Erleichterung beim Seewellentausch stelle ich den Abstreifbesen komplett auf die Plusposition. Den benötigten Sechskantschlüssel für den Seewellentausch finde ich direkt auf meinem Seegerät. Damit schraube ich die Abdeckung ab und demontiere den Rührwerksriemen. Danach schraube ich den Lagerflansch herunter und ziehe die nicht benötigte Seewelle heraus. Ich nehme die für mein Anwendungsbeispiel passende Flex 20 Seewelle und setze sie mit leichten Drehbewegungen und ohne starkem Kraftaufwand ein, bis sie komplett im Gehäuse verschwindet. Nun ist der Seewellentausch erledigt. Jetzt baue ich das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Als erstes schraube ich den Lagerflansch handfest an, danach montiere ich den Rührwerksriemen. Die Verwendung des Rührwerks ist nur dann notwendig, wenn man Saatgüter ausbringt, die zur Brückenbildung neigen oder auch bei sehr leichten Saatgütern wie zum Beispiel Gräsern. Bei Gras oder Hafer würde ich den Rührwerksriemen definitiv wieder montieren. Bei gut nachfließenden Saatgütern, wie zum Beispiel Senf oder Erbsen, oder auch bei Dünger, kann der Rührwerksriemen demontiert bleiben. Zum Schluss schraube ich die Abdeckung wieder an. Und jetzt stelle ich den Abstreifbesen auf meine benötigte Stufe. Je weiter ich den Hebel ins Minus stelle, desto fester wird der Abstreifbesen an die Seewelle gedrückt. Als generelle Empfehlung zur Stufeneinstellung wähle ich für feine Saatgüter, wie zum Beispiel Phacelia, Klee oder auch bei Mikrogranulaten, den Bereich von Stufe minus 3 bis minus 1. Bei groben Saatgütern, wie zum Beispiel Erbsen oder Bohnen, stelle ich den Besen eher auf Stufen, wo der Besen von der Seewelle weiter weg steht. Hier würde ich den Bereich von Stufe 0 bis plus 3 wählen. Bei Mischungen richte ich mich nach dem feinsten Anteil der Mischung und wähle dementsprechend eine Beseneinstellung. Bei meiner Zwischenfruchtmischung habe ich als kleinstes Saatgut Klee dabei und wähle daher die Stufe minus 1. Der komplette Seewellentausch ist somit abgeschlossen. Du siehst, in nur wenigen Handgriffen ist die Seewelle getauscht. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Erstens, der Behälter muss leer sein. Zweitens, die Abdeckung, den Rührwerksriemen und den Lagerflansch demontieren. Drittens, die Seewelle wechseln. Und viertens, alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem ersten Seewellentausch und natürlich stehen dir unsere Vertriebspartner für deine individuellen Fragen und Anwendungen gerne zur Verfügung. Kontakte in deiner Nähe findest du unter www.apv.at.